Bei der dritten Auflage der Mosel Firefighter Combat Challenge in Edinger-Eller wurden von allen Startern absolute Höchstleistungen abverlangt. Ein internationales Teilnehmerfeld hatte einen anspruchsvollen Übungs- und Einsatzparcours für versierte Brandbekämpfer zu meistern. In voller Einsatzmontur war zunächst der dreistöckige Einsatzturm im Laufschritt zu erklimmen, um dort das verschnürte Einsatzpaket nach oben zu ziehen. Danach ging es wieder im Laufschritt nach unten, wo das Rollgewicht eines Metallschlittens mit kräftigen Hammerschlägen in seine Endposition gebracht werden musste. Ein Hindernislauf entlang von Hydranten schloss sich an, bevor mit einem wasserführenden C-Schlauch der Brandangriff auf eine Metallplatte erfolgreich durchgeführt werden musste. Zuletzt musste ein 80 Kilo schwerer Rettungsdummy ins Ziel gezogen werden, um die Durchlaufzeit zu stoppen. Unter dem Beifall der vielen 100 Schaulustigen wurden alle Teilnehmer mit Medaillen und Urkunden geehrt. Besonders die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Kaifenheim konnte mit dem vierten Platz in der Teamwertung zufrieden sein.